Verehrte Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung so untertags gefolgt sind und begrüße Sie für die Kreisstadt St. Louis, auch im Namen von Herrn Beigeordneten Manfred Heyer, sehr herzlich zum Empfang anlässlich der Vollendung des 60. Lebensjahres von Oberbürgermeister Roland Hemmes. Lieber Roland, dass Sie heute Morgen deinem Fest, deine offizielle Geburtstagfeier, und deshalb gilt mein herzlicher Gruß zunächst dir und deiner lieben Frau Melissa, deinem Sohn Michael und Familie, deiner Mutter Tilly und allen anwesenden Mitgliedern deiner Familie. Ich gratuliere dir im Namen aller Anwesenden und auch alle und auch stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns Stadt dir herzlich zur Vollendung des nächsten Lebensjahres. Herzlichen Glückwunsch. Trotz des 60. Geburtstags, lieber Roland, bist du kein Jubilar im klassischen Sinne, sondern vielmehr ein Jubilierender. Jubilar, das ist ein Wort, das eher für Menschen passt, die schon Schallwände seit sagen wir mal 100 besprochen haben. Mit 60, oder 30 und mehr, hat man noch Grund zum Jubilieren. Da schaut man noch voraus, nicht zurück. Denn zu diesem Zeitpunkt ist das, was man Lebenswerk nennt, keineswegs schon abgeschlossen, schon gar nicht, wenn man wie du in zahlreichen Verantwortungen steht und diese als Herausforderung greift. Lieber Roland, folgt man der Beschreibung der Lebensphasen eines bekannten Psychologen, dann sind die jungen 20er noch zögerer, die 30er haben Zeit, die 40er Power, die 50er halten in flotter Fahrt inne, um sich als 60er auf den Weg zur Ganzheit zu machen. Mit 60 kann man noch loslassen und schreitet durch geistiges Wachstum so weit. Was soll ich dem noch hinzufügen, wenn man sich hier so auf den Höhepunkt des Lebens sieht, gelassen und dennoch voller Dynamik stehst du da, kannst auf 60 Lebensjahre zurückblicken und strahlst zufrieden. Und ich meine, gerade der Gäste, die heute hier zu deiner Geburtstagfeier gekommen sind, vielleicht die Wertschätzung, die du genießt. Unter ihnen befinden sich viele bedeutende Persönlichkeiten, die heute den Weg hier ins Vereinshaus gefunden haben und dich, lieber Roland, mit dir zu feiern und von denen ich natürlich auch einige namentlich begrüße und gleich schon im Vorhinein bitte, verständlich dafür aufzubringen, dass ich nicht alle namentlich begrüßen kann. Ich begrüße sehr herzlich die Bundestagsabgeordneten Konstanz Reiner und Peter Altmaier. Für den Dalitschen. Ich glaube, alle, die ich jetzt noch namentlich nenne, werden Verständnis dafür haben, dass ich die Bitte jetzt am Ende zu klatschen oder spenden, wenn ich sie noch ernst nehme. Für den Dalitschen Städte- und Gemeindetag begrüße ich Steffen Präsident Klaus Glorich, Bürgermeister von Völklingen. Und den stellvertretenden Präsidenten Hans-Heinrich Schröte, Bürgermeister von Ostweiler. Willkommen heiße ich die Staatssekretäre Georg Schumann und Gerhard Wack. Aus dem Saarländischen Landtag sind anwesend und ich grüße herzlich den Vorsitzenden der SPD, Landtagsfraktion und Landesvorsitzenden der SPD, Heiko Maas und Anke Rehlinger. Ich freue mich sehr über die Anwesenheit unserer Landrätin, Monika Bachmann, herzlich willkommen. Ebenso begrüße ich für die anwesenden Bürgermeister, den Vorsitzenden der Bürgermeisterkreisgruppe, unseren Bürgermeister Martin Silvanus. Ich freue mich besonders über die Anwesenheit des französischen Generalkonsuls Philippe Herbst, sowie den Honorarkonsul Luxemburg und Vorstandsvorsitzenden der Saarstahl AG, Herrn Dr. Klaus Haaste. Für die Bundeswehr begrüße ich sehr herzlich Herrn Gnadegeneral Volker Becht. Und für das Landeskommando Saarland, Herrn Oberst Otto Reinhardt.
aus dem Beitrag begrüße ich die Fraktionsvorsitzenden Dr. Ralf Seemann und Helmut Heim. Und dem Stadtratsvertreter und Fraktion freue ich mich begrüßen zu können, die Vorsitzenden Tim Flasche, Peter Stolensky, Wolfgang Richel und Alto Maro Kutz. Den Vorsitzenden des Personalrates der Stadt ist ein Frankfurter Traube und die Betriebsratsvorsitzenden Roman Seelsmann, Rebecca Witte und Karl-Heinz Weimer und Lars Stammer. Als Vertreter der Gewerkschaften begrüße ich den Landesvorsitzenden des DGB, Herrn Eugen Roth, und für die IG Metall, Robert Thierry und Guido Lesch. Stellvertretend für die Industrie, den Leiter des Vortrags der Louis, Herrn Thomas Klein und Herrn Dr. Karl-Heinz Tessing für die Dillinger Hütte. Herzlich begrüße ich vom Handel Herrn Michael Ippling, Globus der Louis und den Lagleiter von Lupenschokolade